Sie sehen es hier, die Befragung wurde über die ganze FAW in der WKW umgesetzt, in 19 Studiengängen aus 9 Studienbereichen, davon 11 Bachelor- und 8 Masterstudiengänge und sowohl interne als auch externe Lehrende mit einbezogen. Sie sehen es hier nur ganz kurz, alle Studiengänge, die befragt wurden, wobei man hier auch schon sieht, die stärkste Rücklaufquote kam natürlich auch aus unseren stärksten Studiengängen, wie zum Beispiel Bachelor Kommunikationswirtschaft oder Bachelor Marketing and Sales. Aber das nur am Rande, damit Sie auch sehen, es wurde wirklich sozusagen die ganze FAW in der WKW mit einbezogen. Hier eine kurze Übersicht, was abgefragt wurde. Bei der Studierendenbefragung wurden Dinge abgefragt wie Belastung, persönlich oder im Studium, Meinungen und Stimmungen zur digitalen Lernumgebung, Meinungen zu verwendeten Tools und auch andere Einstellungen und Anmerkungen. Natürlich haben wir dann bei der Lehrendenbefragung versucht, das auch Ähnliches abzufragen, genauso die Belastung, die eingesetzten Tools, aber dann noch solche Dinge wie Online-Prüfungen und Lehrplanung, Lehraufwand abgefragt. Das sehen Sie hier, das waren die zentralen Abfallkriterien. Es sei dazu gesagt, umgesetzt wurde diese ganze Studie von meinen hervorragenden Kolleginnen, Professor Ilona Pezenka, Professor Ute Russmann und Frau Jana Bernhardt. So, dann tauchen wir gleich mal ein in das erste Thema der Belastung, was wir wissen, es ist einfach wichtig zu wissen, wie gehen unsere Studierenden, aber auch Lehrende damit um. Wir haben hier ein paar Stimmen eingefangen. Man sieht schon, ja, es war im Sommersemester eine wirklich vermehrte Belastung da. Wir sehen es hier, Studierende sprechen von einer Ausnahmesituation, die sich auf ihr gesamtes Leben, nicht nur auf das Studium, aber auch vermehrt auswirkt. Und natürlich auch äußere Einflüsse wie Geschwister, Familiensituation etc. dazu kommen. Und Lehrende natürlich auch ganz, ganz stark von einem vermehrten Mehraufwand rechnet, da viele einfach auch ihr ganzes Kurskonzept umschmeißen mussten nach dieser ganz dramatischen Umstellung auf Distance Learning. Eine Zusammenfassung zur Belastung, Sie sehen es hier schon, private Belastung liegt bei Studierenden auf einer 11-Punkt-Skala bei 6,6. Und bei Lehrenden 6,1, also nur ganz leicht darunter. Was sehr interessant war, wir konnten keine signifikanten Unterschiede bei der Belastung zwischen Vollzeit- oder berufsbegleitenden Studierenden sehen. Also das wurde hier sehr, sehr ähnlich wahrgenommen, trotz der unterschiedlichen Studienbedingungen. Und unsere internen Lehrenden berichten von einer deutlich höheren Belastung als externe Lehrende, was vielleicht auf Aufgaben, die natürlich interne Lehrende noch mehr betreffen, auch zurückgeführt werden kann. Also soweit zu diesem ersten Thema der persönlichen Belastung und Belastung im Studium, die natürlich als sehr, sehr hoch beschrieben wurde. Jetzt zur digitalen Lernumgebung und da haben wir das erste interaktive Chart dabei. Also wenn Sie auf menti.com dabei sind, Sie können hier nochmal den Code eingeben, würde ich dann gerne die Frage an Sie richten. Was glauben Sie, was wurde von unseren Studierenden bzw. Lehrenden eher bevorzugt? Synchrones Lernen, asynchrones Lernen oder Lehren oder sozusagen 50-50? Würde mich hier interessieren, was die Stimmen aus dem Publikum sind, vielleicht auch aus Ihren eigenen Erfahrungen, was Sie hier miterlebt haben. Und im Anschluss werde ich dann natürlich die Auflösung bringen. Ich sehe hier schon, es gibt einen eindeutigen Run, einen eindeutigen Favoriten, also ausgeglichen sozusagen. Studierende und Lehrende bevorzugen ausgeglichen zwischen synchrones und asynchrones Lernen und Lehren. Sehr interessant. Dann spanne ich Sie nicht weiter auf die Folter und werde auflösen, was unsere Studierenden und Lehrenden hier dazu sagen. Und es wird knapp, aber doch die synchrone Lehre bevorzugt. 54% der Studierenden sagen, dass sie diese Form der Lehre bevorzugen und sogar 60% der Lehrenden. Interessant dabei, keinerlei signifikante Unterschiede zwischen Vollzeit berufsbegleitenden Studierenden oder auch internen, externen Lehrenden. Und auch ein ganz interessantes Detail, die optimale Dauer von solchen synchronen Lehreinheiten wird bei Lehrenden sowohl auch als Studierenden, das war sehr, sehr gleich auch, mit zwischen 60 bis 90 Minuten angegeben. Danach, wir haben hier wieder Studierendenstimmen eingefangen, es ist einfach schwierig, synchrone Lehreinheiten, wie in Präsenz es war, über 4 Stunden oder sogar länger hinauszuziehen, ohne dass die Aufmerksamkeit völlig weggeht. Und auch eine interessante Studierendenstimme, die sagt, einige Fächer gestalten sich als besonders schwierig,
in Distance Learning selbstständig zu erarbeiten, beispielsweise, es wurde hier genannt, sowas wie BWL oder Rechnungswesen. Und da ist es auch sehr gut, wenn sogenannte Online-Präsenztermine einfach Distance Learning in synchroner Art und Weise durchgeführt wird. Genau. Noch ein paar zentrale Stimmen von den Studierenden. Wir haben hier einige Aussagen oder einige Meinungen abgefragt. Und Aussagen mit der meisten Zustimmung, Sie sehen es hier, waren zum Beispiel, dass das Distance Learning Angebot von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung sehr stark variiert. Also dem stimmten 81% der befragten Studierenden zu. Aber auch, Sie sehen es, Studierende waren der Meinung, dass Lehrmaterialien regelmäßig gepflegt werden und auf dem neuesten Stand sind. Da stimmen 50% zu. Dann im zweiten Punkt sehen wir aber auch Aussagen, die wenigste Zustimmung von Studierenden bekamen, war einfach ganz, ganz vordergründig die Aussage, Lehrende schätzen den Workload für Aufgaben richtig ein. Da haben Studierende im Sommersemester gesagt, nein, da können wir nicht zustimmen, was auch definitiv interessant ist, bei weiteren Wellen dieser Befragungen darauf einzugehen und abzufragen, ob sich das sozusagen, wie sich das entwickelt in den Semestern. Genau, dann komme ich schon zu den Lehrenden und ich stelle auch hier die zentralen Fragen vor und ich stelle wieder die Frage an Sie. Sie kennen es alle, wir sitzen in einem Zoom-Classroom und verbringen die ersten 15 Minuten oft mal gern damit zu fragen, können Sie mich hören, haben Sie Ihr Mikro an, warten Sie, wir sehen Sie nicht. Deswegen die Frage an Sie, was sind denn die häufigsten Zoom-Fails, die Sie bisher so erlebt haben, sei es jetzt bei der Online-Lehre vorwiegend oder auch im anderen Austausch mit Studierenden. Wir kennen es alle, Mikrofon nicht an, falscher Bildschirm geteilt, falscher Zoom-Link oder auch Sonstiges. Sie können gerne teilen, wenn Sie hier besondere Zoom-Fails schon erlebt haben. Ich muss sagen, hat es heute einwandfrei funktioniert. Ah, ich sehe schon eindeutige Favorit. Das Mikrofon war auf stumm geschalten. Ja, wer kennt das nicht? Wenn dann alle hier in die Kamera winken und sagen, bitte, wir können Sie noch nicht hören. Ja, dazu hatten auch zum Thema technische Fails, Zoom-Fails, hatten auch die Lehrenden an der FWKW einiges zu sagen. Und sehr positiv ist ja anzumerken, dass ein Großteil der Lehrenden, die sagen, es gab keine technischen Probleme bei den Distance-Learning-Einheiten, beziehungsweise fast keine, lief alles ganz reibungslos ab. Das freut uns natürlich sehr, vor allem meinen Kollegen Tobias vom E-Learning-Zentrum. Ja, Sie sehen auch hier andere Aussagen und Meinungen von Lehrenden eingefangen. Größte Zustimmung neben, es gab keine technischen Probleme, erhält auch die Aussage, dass es einfach schwieriger ist, digitale Inhalte zu vermitteln oder auch zu formulieren. Also da stießen Lehrende auch auf Schwierigkeiten unter anderem. Die wenigste Zustimmung unter Lehrenden erhielt dann im Gegenzug die Aussage, dass eine verbesserte Zusammenarbeit mit Studierenden durch Online-Kommunikationstool sich ergeben hat. Da war die Stimmung unter den Lehrenden, nein, im Sommersemester konnten sie das noch nicht wirklich beobachten. Soweit zentrale Aussagen von Lehrenden. Und jetzt zu einem auch ganz wichtigen Thema, das Thema Tools. Hier einige Stimmen von Studierenden, von Lehrenden eingefangen. Natürlich gibt es auf beiden Seiten immer ganz viele Wünsche. Was würden wir wollen? Was würden wir uns wünschen voneinander, von der FH? Sie sehen es hier, Studierende hätten am liebsten nur ein Tool und müssen sich mit nichts anderem beschäftigen. Ist natürlich in der Praxis oft nicht so, weil es gibt heute so viele Tools, es gibt viele gute Tools und das zählt auch unter anderem zu Fähigkeiten, die Studierenden hier mitgegeben werden sollen, dass sie auch Kompetenzen mit unterschiedlichsten Tools erwerben und hier auch ganz gut wissen, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite natürlich auch Stimmen von Lehrenden, die sagen, ja, wir haben das gerne, wenn wir eine Auswahl an Tools haben, weil sie kennen das, man hat persönliche Präferenzen und da ist es ganz gut, wenn man auch wirklich das nutzen kann, mit dem man vielleicht schon vertraut ist oder mit dem man am besten arbeiten kann. Hier kurz nochmal zur Zusammenfassung. An der FH Wien der WKW, die meistgenutzten Tools für Distance Learning, Sie sehen es hier, Moodle und Zoom, wurden einerseits von über 90% unserer Lehrenden eingesetzt, aber auch unter den Studierenden fanden diese Tools den höchsten Anklang oder Studierende meinten, ja, diese Tools sind am besten geeignet für Distance-Lehre.
wie gesagt, Moodle, Zoom, aber auch Microsoft Office. Sie sehen es hier, Adobe Connect und Skype schneiden in beiden Gruppen sowohl bei Lehrenden als auch Studierenden eher schlecht ab. Ein Kollege der Tobias hat das hier einige spannende Insights für Sie, was aufgrund von diesen Learnings schon umgesetzt wurde oder noch umgesetzt wird. Und auch ganz spannend ist, wir nutzen die Plattform Panopto. Die hat bei Lehrenden, die das bereits die Plattform genutzt haben, einen ganz hohen Zuspruch gefunden. Studierende sind vielleicht noch nicht ganz überzeugt, vielleicht auch daran, dass die Nutzung einfach noch nicht so hoch ist. Genau, das zum Thema Tools. Und zum Abschluss möchte ich gerne das Thema bringen, wie schaut es mit der Zukunft von Distance Learning aus? Also wir haben auch ganz bewusst die Frage gestellt oder die Meinung in den Raum gestellt. Ich wünsche mir, dass in Zukunft verstärkt die klassischen Präsenztermine durch Distance Learning ersetzt werden. Und Sie sehen es hier schon, die Tendenz bei Lehrenden und auch Studierenden geht eher in die Richtung, ich stimme da nur teilweise oder sogar eher nicht zu. Und bei eingefangenen Stimmen sieht man ganz deutlich, dass sowohl Lehrende als auch Studierende der Meinung sind, ja, das ist ein guter Zusatz, ja, kann man gerne erhöhen, aber es ist einfach nicht für alle Fächer, nicht für alle Lehrveranstaltungen passend. Und es wird jetzt nicht gewünscht, dass das über alles drüber gestülpt wird, sondern man muss hier wirklich differenzieren von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung. Und am Ende noch ein paar sozusagen Erfolgsfaktoren, die ich hier bringen möchte, auch in Zusammenarbeit entstanden mit meinem Kollegen Michael Mayer. Es mag jetzt so ein bisschen ja eh wirken, also intuitiv ganz klar, das macht man, aber die einfachsten Dinge sind meistens auch die kompliziertesten. Was wir gesehen haben, es braucht einfach eine ganz intensive Kommunikation mit unseren Studierenden. Sichtweisen sollen wahrgenommen und auch ernst genommen werden. Und ganz wichtig auch, es braucht klare Strukturen und Spielregeln, sowohl für Studierende als auch Lehrende, weil man sich sonst in einem Meer an unklaren Regelungen oder viel zu vielen Spielregeln verliert. Und auch ganz, ganz wichtig für Studierende, aber auch für Lehrende, eine klare Fokussierung auf Lernergebnisse und Methoden und Leistungsfeststellungen sollen so abgestimmt werden können. Genau, und das bringt mich eigentlich auch schon zum Abschluss, zu meinem letzten Chart, wo wieder Sie gefragt sind, liebe Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Wir haben intern auch ganz stark zu einem Thema diskutiert und das war, was sind denn digitale Fähigkeiten, die man für die Lehre braucht? Also es kam immer so das Schlagwort auf digitale Fähigkeiten in der Lehre. Dann haben wir mal diskutiert, ja, was sind denn eigentlich digitale Fähigkeiten? Was verstehen wir darunter? Ist es, wenn man einfach nur einen Laptop bedienen kann oder gehört da schon ein bisschen mehr dazu? Also ich lade Sie gern ein, hier in auf Mentimeter, in unserer Word Cloud, einfach vielleicht ein paar Statements von Ihrer Seite einzugeben. Dann kann man das auch in die Diskussionsrunde anschließend mit einflechten. Ja, das war es in ganz kurz und knapp von meiner Seite. So die aus meiner Sicht interessantesten, spannendsten Details dieser Studierenden- und Lehrendenbefragung aus dem Sommersemester. Ja, damit bedanke ich mich und gebe dann gerne weiter an meine Kollegen und Kolleginnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christiane Arndt. Wir sind als nächstes dran. Ja, herzlich willkommen. Ich übergebe kurz für die erste Runde an meine Kollegin Dr. Tina Ladwig und dann übernehme ich wieder. Ja, hallo in die Runde und herzlich willkommen auch von meiner Seite und liebe Grüße aus Hamburg und Berlin in den Süden. Ja, wir freuen uns heute sehr, Ihnen ein bisschen einen Einblick geben zu können in unsere mittlerweile schon fast abgeschlossene Studie. Ich stelle uns noch mal ganz kurz vor. Genau, Tina Ladwig, mein Name und Christiane Arndt. Wir kommen von der Technischen Universität Hamburg und waren dort gemeinsam oder sind dort gemeinsam an dem Forschungsprojekt Bridging beteiligt und was auch vom BMBF jetzt bis Ende September gefördert wurde. Und ein Aspekt im Rahmen von Bridging war es im Rahmen einer kleinen Aufstockungsstudie, nämlich sich dem Thema der Krise und der damit verbundenen
vielleicht auch mehreren oder stärkeren Forschungsorientierung bei der Strategieentwicklung in Studium und Lehre zu beschäftigen. Und wahrscheinlich ist es Ihnen auch so gegangen wie uns, nämlich die Krise kam in irgendeiner Form, also sehr unvermittelt. Man hatte irgendwie das Gefühl von Erfahrungslosigkeit oder auch, dass es jetzt auf jeden Fall schwierig wird, auch Entscheidungen zu treffen. Und somit stand man so ein bisschen zwischen dieser Verunsicherung, aber auch zwischen der Neugierde. Und letztlich, was wir beobachtet haben, war ein vermehrtes Auftreten von Hochschulbefragungen, wie ja auch die Kollegin gerade auch gezeigt hat, nämlich, dass es eine hohe Anzahl interner Hochschulbefragungen bei Studierenden und Lehrenden gab. Und wir sind mit dem Blick von Bridging an diese Beobachtung herangegangen und hatten sozusagen letztendlich den Fokus einnehmen wollen, zu sehen, in welcher Form finden eigentlich diese Hochschulbefragungen Einzug in die Gestaltung, in die Entwicklung, in die Verbreitung auch von Strategien. Und wie werden diese Strategien eigentlich letztlich basierend auf den unterschiedlichen Ergebnissen der Hochschulbefragung auch entwickelt? Und haben somit letztlich in einem Erhebungszeitraum bis August 2020 verschiedene Befragungen bei Lehrenden und Studierenden uns angeschaut und diese erhoben und auch übergreifend auf einer Metaebene ausgewertet, inhaltsanalytisch betrachtet. Und die wesentlichen Erkenntnisse dazu wird Ihnen meine Kollegin Frau Arndt jetzt nochmal im Detail vorstellen. Dass Sie mich nicht sehen. Mein Video funktioniert nicht. Verstehen Sie mich als Stimme aus dem Off. Meine Kollegin sagte ja schon ein paar Erkenntnisse. Wir wollen jetzt inhaltlich, wie das die Kollegin vorher getan hat, die Erkenntnisse nicht vorstellen, sondern sozusagen auf einer Metaebene. Aber ich möchte Ihnen kurz den Rahmen vorstellen. Da wir ja bloß bis zum 14.8. erhoben haben, ist sehr wahrscheinlich, dass wesentlich mehr Erkenntnisse sozusagen veröffentlicht wurden an deutschen Hochschulen. Und wir haben uns fokussiert auf 69 teilweise Ergebnisse von Befragungen, sowie auch individuelle Studierendenbefragungen, die Lehrende durchgeführt haben. Das heißt, bei uns stand sozusagen nicht im Fokus, ganze Studien zu erheben, sondern jede Form von Interesse an Studierenden und Lehrenden und ihrem Umgang mit der Situation zu erheben. Und da haben wir Umfragen gefunden, die sich sowohl auf Hochschulebene befinden, aber auch auf Fachbereichsebene. Das heißt, dass an den Fakultäten spezifische Befragungen durchgeführt wurden oder eben auf der Veranstaltungsebene. Und das auch durch unterschiedliche Akteurinnen und Akteurinnen, wie die Studierendenvertretungen auch und natürlich sehr stark der Third Space. Auf einer Metaebene hat uns ja interessiert, was kann sozusagen diese Zunahme an der Erforschung der eigenen Organisation, an der Erforschung der eigenen der Lehre an der Organisation bedeuten. Und übergreifende Erkenntnisse bei unserer Analyse waren, dass sozusagen die Forschung auch teilweise begleitend ausgelegt sind. Das heißt, es finden mehrfach Befragungen statt und sind auch teilweise als Begleitstudien ausgelegt, wie beispielsweise an der TU Dresden. Das heißt, dieser Prozess, dieser Wandel, der gerade stattfindet, der wird forschend begleitet. Die Krise wird auch übergreifend als Lernprozess für die Hochschulen verstanden werden, auf verschiedenen Ebenen. Das heißt einmal als Organisation, aber auch auf der individuellen Ebene. Und da sehen Sie das Zitat, was ich Ihnen mitgebracht habe. Es ist für mich sehr interessant zu beobachten, wie ich in Sachen Lehre wieder zum Anfänger werde. Es gibt für diese Situation einfach keine Blaupause. Dementsprechend sehe ich meine Kurse auch nicht als Best Practice, sondern eher als Prototyp, da ich sie ja bisher nicht über mehrere Phasen verbessert habe. Das heißt, hier wird nicht nur ein Lernprozess als Lehrender beschrieben, sondern auch in Zukunft
in Aussicht gestellt. Ein dritter Punkt, der uns aufgefallen ist, dass sozusagen diese Krise nur gemeinsam gemeistert werden konnte, und zwar gemeinsam unterschiedlicher Organisationseinheiten, aber auch zwischen Lehrenden und Studierenden. Und das ist ja das, was wir auch in der Keynote gehört haben, dass sozusagen Lehre als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden sollte. Und ein vierter und nicht unwesentlicher Punkt ist, dass eine deutlich flexiblere und schnellere strategische Gestaltung und Anpassung zu beobachten ist, dass nämlich aus den Ergebnissen der Befragungen direkt Maßnahmen wie beispielsweise Unterstützungsangebote für Lehrende, Weiterbildungsangebote abgeleitet und umgesetzt wurden und werden. Und hier habe ich Ihnen das mal eingebettet in eine andere Befragung, die unter Hochschulleitungen durchgeführt wurde vom HIS-Institut in Deutschland. Und dort ging es um die Frage, was Hochschulleitungen als Quelle für Entscheidungen für die Gestaltung des Wintersemesters genutzt haben. Wie Sie sehen, bei der Dominanz der Fakultäten und Fachbereiche einerseits auffällig ein Krisenstab und die Taskforces. Das heißt, es gibt sozusagen strukturelle Veränderungen, um schneller reagieren zu können. Aber auch zu 40% immerhin hochschulinterne Befragungsergebnisse. Das heißt, man orientiert sich sozusagen an den Erkenntnissen, die man durch die Befragung gewonnen hat, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Nun sind Entscheidungen in einer Krise nicht gleichzusetzen mit einer Strategieentwicklung und einer forschungsorientierten Strategieentwicklung. Wir haben Ihnen aber sozusagen zwei Szenarien einmal sozusagen aufbereitet, die wir uns vorstellen können, wie das sozusagen auch fortgeführt werden kann, dieser Zustand zwischen Neugier und Verunsicherung und diesen dann auch forschend zu begleiten und dann auch nach der Krise fortzuführen. Und da würde es auf der Ebene der Hochschule bedeuten, dass die Erkenntnisse der Befragungen und die Erfahrungen, die auch unterschiedlichsten Kanälen in den Hochschulen geteilt wurden, sei es Erfahrungsberichte von Studierenden und Lehrenden, dass diese analysiert werden und gebündelt und dann gemeinsam weiterentwickelt werden. Und da sehen Sie auch auf der rechten Seite ein Zitat von einer Hochschulleitung. Die Befragungsergebnisse sind für uns sehr wichtig. Sie bilden die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung der digitalen und der Präsenzlehre. Das bedeutet aber auch für die Hochschulen, dass sie zum Beispiel auch schauen könnten, welche forschenden Ansätze gibt es denn gerade an den Fakultäten und Fachbereichen, also insbesondere die Aktivität bei Geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten war sehr hoch, und wie könnte man so eine forschende Begleitung der eigenen Lehrentwicklung denn auch unterstützen. Und auf Ebene der Lehrveranstaltung, das heißt der einzelnen Lehrenden, die sozusagen darüber auch ihre Studierenden einbinden, wäre es auch perspektivisch denkbar, dass sich sozusagen dieser Evaluationsansatz, der ja stark verbreitet ist, nach der Lehrveranstaltung eine Evaluation einzuholen, sozusagen prozessorientierter wird und beispielsweise Teaching Analysis Polls zunehmend zum Einsatz kommen, sozusagen während der Lehrveranstaltung in Reflexion mit den Studierenden zu ihren Lernergebnissen und Erfahrungen reflektiert. Und das eingebettet natürlich auch in einem Scholarship of Teaching and Learning. Das heißt, was man jetzt auch bei einzelnen Lehrenden schon beobachten kann im Semester, dass sie Lehre zum Gegenstand von Forschung machen und sozusagen ihre Erfahrungen dann auch teilen. Und das wäre sozusagen jetzt eine Chance aus der Krise, die man mitnehmen kann. Und dabei spielt natürlich der Third Space, wie wir auch schon in der Keynote gehört haben, da haben wir uns sehr gefreut, eine entscheidende Rolle bei natürlich Qualitätsmanagement, die Hochschuldidaktik, aber auch die Mediendidaktik war nicht nur intensiv involviert in die Befragungen auf Hochschulebene, sondern auch in der sozusagen der Gestaltung von Unterstützungsangeboten. Und da wäre sozusagen die Rolle zu stärken, wenn man von einer zukünftigen forschungsorientierten Strategieentwicklung ausgeht. Das ist jetzt ein sehr optimistisches Szenario, wenn man sich auch anschaut, was die Erkenntnisse auch der Organisationsforschung sind. Und das hatte ja die Kollegin in der Keynote auch schon angesprochen. Und zwar, das sehen Sie hier auch an dem Zitat: Crisis can be a trigger for change because it focuses on problems and solutions, but often such opportunities are not seized. Das heißt, es finden derzeit sehr viele Veränderungen statt. Die Frage ist nur, ob sozusagen dieses Vorgehen, was jetzt stattfindet, dann auch in die Routine überführt werden kann. Und da habe ich Ihnen auch ein kleines Zitat von Twitter mitgebracht, wo es heißt, es gibt jetzt einen Strategieentwurf zur digitalen Lehre, Frist zur Stellungnahme, 24 Stunden unangekündigt.
Das heißt, das sind natürlich jetzt Extrembeispiele, aber es ist natürlich spannend, was denken Sie denn? Und da würde ich jetzt mal Sie bitten, auf die Seite zu gehen, pingocoactum.de, und uns zu sagen, welches Szenario Sie denn nach der Krise am wahrscheinlichsten für Ihre Hochschule halten. Dort müssen Sie dann den Code eingeben. Und ich starte jetzt mal die Befragung. Wir haben jetzt eine Minute Zeit, um Ihre Antwort einzugeben. Sie haben drei Möglichkeiten. Sie sagen Szenario 1. Es wird sozusagen auf allen Ebenen forschend begleitet und die Erkenntnisse zusammengeführt. Oder es ist tatsächlich schon so an Ihrer Hochschule. Oder Szenario 2. Es wird sozusagen alles vergessen und es wird in die Routine zurückgegangen, ohne diese Erkenntnisse weiter auszubauen. So, ich lese die Ergebnisse mal vor, ich teilen. Und zwar sagen 45% Szenario 1, dann sagen 8% Szenario 1 ist schon Routine und 45% sagen auch Szenario 2. Das heißt, eine sehr gleichmäßige Verteilung, über die wir dann auch gerne mit Ihnen diskutieren würden. Vielen Dank, dann gebe ich ab. Also vielen Dank und wir geben weiter an die nachfolgende Kollegin. Ich glaube, bei der Diskussion können wir auf jeden Fall die Abstimmungsergebnisse auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass das die grundsätzliche Einstellung auch nochmal ein schöner Anhaltspunkt ist, wie optimistisch wir eigentlich so in die Zukunft gucken, beziehungsweise auch welche Relevanz eigentlich weiterhin die Befragungen, die Forschungsorientierung bei der Strategieentwicklung haben kann. Und deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Diskussion gleich im Nachgang. Vielen Dank auf jeden Fall in die Runde. Dann können wir wechseln zum dritten Beitrag. Gut. Dann ein herzliches Willkommen zu unserem Vortrag, der den Titel hat Herausforderungen und Limitationen des Distance Learnings am Beispiel des Studiengangs Physiotherapie. Neben mir steht Frau Barbara Wondrasch. Sie ist Dozentin am Studiengang Physiotherapie und leitet den Weiterbildungslehrgang Applied Clinical Research in Health Sciences und den Weiterbildungslehrgang GATE, Ganganalyse interaktiv trainieren und Gangrehabilitation. Mein Name ist Kerstin Lampel, ich leite den Bachelorstudiengang Physiotherapie und wir sind beide tätig an der gastgebenden Hochschule, an der Fachhochschule in St. Pölten. Wir möchten sehr gerne unsere Präsentation mit einer kleinen Aufgabe starten und würde Sie bitten, sich jetzt vorzustellen, dass Sie via Livestream, also einer Online-Plattform, wie wir es jetzt gerade haben, zum Beispiel Zoom oder MS Teams, und ergänzenden erläuterten Unterlagen instruiert werden, wie man das Wechseln von Autoreifen durchführt. Und Sie wissen, dass Sie dann zwei Monate später dies dann in einer Werkstatt vor dem geschulten Fachpersonal selbstständig durchführen sollen. Was denken Sie, benötigen Sie jetzt bei dieser Online-Instruktion, damit Ihnen das zwei Monate später auch wirklich gut gelingt? Wie könnte man diesen Prozess vereinfachen oder was würde den Prozess für Sie vereinfachen und wo liegen die Schwierigkeiten? Ich würde jetzt Frau Stefanie Brauchner bitten, das Whiteboard zu öffnen und würde die Anwesenden wirklich gerne einladen, so ihre Gedanken dazu auf das Whiteboard zu schreiben. Jetzt können wir das Whiteboard sehen und jetzt würde ich Sie bitten, sich zu überlegen, Sie bekommen ein Wechseln von Autoreifen via Livestream instruiert mit entsprechenden Unterlagen und sollen das dann zwei Monate später tatsächlich an einem Auto durchführen. Was denken Sie, ist bei der Online-Instruktion für Sie wichtig, damit Ihnen das zwei Monate später auch gut gelingt? Was könnte diesen Prozess vereinfachen? Wo sehen Sie Schwierigkeiten? Ja, einige Beiträge haben wir schon. Gibt es noch ein paar, die Ideen dazu haben? Ja, super. Ich denke, ich brauche das jetzt nicht vorlesen. Sie können alle diese unterschiedlichen Aspekte gut mitlesen.
Und ich denke, Sie können sich jetzt auch gut vorstellen, in welcher Situation unsere Studierenden waren, weil das war jetzt genauso der Hintergrund dieser Aufgabe, dass wir in einem Studiengang unterrichten, wo es darum geht, Studierende in praktischen Fertigkeiten auszubilden, die dann diese Fertigkeiten auch am Patienten, an Patientinnen durchführen sollen. Und möchte jetzt wieder an meine Kollegin weiterleiten. Und ich glaube, Kerstin, da waren schon viele Punkte dabei, die eigentlich auch bei uns die Limitierungen gut dargestellt haben des Distance Learnings. Ja, ich bin wieder frei. Es müsste wieder unsere Präsentation zu sehen sein. Wir haben uns so die wesentlichsten Punkte überlegt und für Sie zusammengefasst, was so für uns die Grenzen waren in der ersten Phase des Lockdowns. Sie müssen sich vorstellen oder nochmal daran erinnern, zu Beginn hat es ja wirklich diese Ausgangsbeschränkungen gegeben, wo es wirklich nur mehr 2 bis 3 Gründe gegeben hat, warum man das Haus verlassen durfte. Das heißt, auch unsere Studierenden waren zu Hause und es war ihnen ja auch nicht möglich, sich gemeinsam zu treffen und gemeinsam zu üben und gemeinsam zu lernen. Das heißt, was wir jetzt unter dem Begriff Neues Lernen zusammengefasst haben, das ist so dieses Alleine-Lernen, sich alleine organisieren, alleine eine neue Lernstruktur aufzubauen. Es hat viele Änderungen gegeben in der Kommunikation mit den Studierenden, teilweise über die Lernplattform Moodle, teilweise über Zoom, teilweise über MS Teams, also auch die unterschiedlichen Online-Plattformen, die verwendet wurden, waren zu Beginn für die Studierenden die große Herausforderung, sich da gut zu organisieren, wo und in welcher Form werden wie die Arbeitsaufträge weitergegeben. Sie haben diese Tools dann auch alle installieren müssen. Jedes Tool funktioniert anders. Also diese technischen Herausforderungen, sich mit der Funktionalität der Tools zu beschäftigen und das eigentlich immer relativ alleine zu Hause. Es hat natürlich den Austausch unter den Studierenden sehr erschwert. Und auch wenn wir dann die Lehrveranstaltungen im Online-Setting durchgeführt haben, hat natürlich, das kennen Sie alle, dieser ganze Austausch ist immer sehr verlangsamt, sehr verzögert, bis einmal jemand reagiert, bis jemand sein Mikro wieder freigegeben hat, geantwortet hat. Also auch, dass die ganze Didaktik, die eigentlich vorbereitet wurde, komplett neu umgeplant werden müssen. Unter anderen Rahmenbedingungen, da wollten wir auch nochmal so sich vorstellen, drum auch nochmal der Vergleich mit dem Auto. Sie haben nämlich kein Auto zu Hause in der Wohnung zum Üben. Das heißt, Sie können es nicht üben. Die Studierenden haben ja bei uns viele Fertigkeiten zu lernen, zu üben. Wie arbeiten hier an der Hochschule immer mit Therapieliegen. Wir zeigen Ihnen dann auch ein kurzes Video. Das war dann alles zu Hause nicht verfügbar. Also weder Therapiematerialien noch die ganze Infrastruktur. Und teilweise auch, manche Studierenden leben alleine, nicht einmal Übungspartner. Dass man sagt, wenn ich alleine im Haushalt gelebt habe, es sollte niemand zu uns nach Hause kommen, hat auch der Proband gefehlt, an dem man üben kann. Wir haben dann so uns überlegt, was wir auch merken ist, was sich so während des Studiums bei den Studierenden entwickelt, ohne dass es jetzt ein Lernziel ist oder irgendwie vermittelt wird, ist so dieses ganz situationsspezifische physiotherapeutische Agieren oder die Haltung, die Physiotherapeuten einnehmen. Das passiert so während der Präsenzvorlesungen sehr unterbewusst. Damit verstehen wir, dass die Studierenden nach und nach ganz selbstverständlich wissen, es gehört Therapiematerial desinfiziert. Wir müssen immer die Patienten richtig lagern. Wie werden die Therapieliegen Höhen verstellt? Wie können die Therapieliegen eingestellt werden? Wie nimmt man Positionen ein, wenn man Probanden oder Patientinnen beobachtet? Unterschiedliche Perspektiven. Es ist so ein Selbstverständnis, dass sie während der Präsenz gut durch Zuschauen, durch Abschauen, durch Imitieren der Vortragenden erlernen. Und das hat aber jetzt auch in dieser ganzen Sommersemesterphase, wo wir ausschließlich Online-Vorlesungen hatten, ganz deutlich gefehlt. Das ist also dieser nächste Punkt, dieses Beobachten von Bewegungsabläufen, auch wenn wir Videos einspielen oder auch wenn wir vor der Kamera vorzeigen. Es gibt immer nur die eine Perspektive der Kamera. Grundsätzlich sind wir es so gewohnt, dass wir Patienten aus verschiedenen Ebenen und Blickwinkeln betrachten, dass wir sehr viel rundherum gehen, dass sich der Patient dreht. Das ist halt alles im Online-Modus sehr schwierig. Es ist immer nur der eine Blick, den die Kamera halt bietet. Und natürlich auch der Kompetenzerwerb generell. Also es ist kaum möglich, Feedback zu geben, je nachdem, was für Unterrichtsfächer es sind. Keine direkte Supervision, weil der Vortragende hingreift und Feedback gibt, wie es der andere Student zu spüren hat.
Und natürlich hat komplett gefehlt die Selbsterfahrung. Das heißt, unsere Studierenden erlernen ja die Techniken immer aneinander. Das heißt, jeder spürt auch selbst, wie greift sich etwas an, wann jemand bei mir etwas ausprobiert. Wir haben jetzt da ganz kurz ein Video mitgebracht. Das ist jetzt vor einer Woche aufgenommen, darum haben unsere Studierenden auch alle Masken auf. Und da wollen wir Ihnen nur kurz zeigen, wie so bei uns normal der Präsenzunterricht stattfindet. Sie sehen da unsere Vortragende, die Kollegin Neubauer-Michaela, die dann wirklich immer von Therapieliege zu Therapieliege geht und sowohl die Studierenden korrigiert in der Umsetzung der Techniken, aber auch so den Studierenden, die dann jetzt die Patienten darstellen, also ein bisschen Feedback gibt, wie spürt sie sich an, wenn ich die Technik durchführe und sich das vielleicht in einem ganz anderen Bewegungsausmaß abspielt. Genau. Da würden wir auch jetzt gleich überleiten in die jetzige Situation. Wir sind ja noch immer in der Pandemie. Das heißt, wir haben jetzt an unserer Hochschule so einen Mischbetrieb. Wir haben jetzt momentan die Situation, dass wir viele Präsenzlehrveranstaltungen bei uns am Studiengang haben, vor allem die Lehrveranstaltungen, die sehr praktisch orientiert sind, also wo es viel darum geht, praktische Handlungskompetenzen zu erwerben. Aber natürlich haben wir auch einige Studierende, die jetzt teilweise schon in Quarantäne sind oder auch, wenn sie irgendwie verkühlt sind, nicht am Unterricht teilnehmen und wir streamen mit. Das heißt, da haben wir auch schon mal die erste Herausforderung, das ist immer sehr kurzfristig, also meistens erfahrt man dann in der Früh, heute sind zwei Teilnehmer weniger da, es wird dann organisiert dieses Streaming, da sind die Studierenden schon sehr gut geschult, also das funktioniert recht gut, dass die Studierenden schon die Vortragenden da ein bisschen unterstützen im Streamen, aber natürlich ist es immer abzuklären, es muss für den Vortragenden passen, dass gestreamt wird und auch für die Studierenden, weil das ist auch nochmal ein großes Thema und da will ich nochmal zurückgehen auch auf die Whiteboard. Bei uns sind halt viele Lehrveranstaltungen so, dass Studierende wenig begleitet sind und das ist auch das Thema vom Video aufzunehmen oder überhaupt Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen, das ist ein sehr sensibler Bereich. Das heißt, auch wenn wir Videos aufnehmen, egal ob es Lehrvideos sind, man muss immer gut schauen, wo die Videokameras positioniert sind und immer ganz stark die Intimsphäre aller waren, die auf den Videos zu sehen sind. Das heißt, das Erste ist immer, die Lehrenden müssen zustimmen und die Studierenden, die gefilmt werden. Und wir erlauben auch keine Aufzeichnungen dieser Videos. Also es ist nur im Livestream möglich. Und dann auch nur natürlich die Herausforderung, die Tonqualität soll stimmen, die Einstellungen während des praktischen Tuns. Also es ist schon eine große Challenge, weil es selten ist, dass wir einfach vorne stehen und in einem Vortragsmodus sind. Dann haben wir natürlich auch wenig Möglichkeiten beim Streaming, die Teilnehmer, die zu Hause sind, in diese Gruppenaufgaben einzubeziehen. Auch das ist irgendwie stark limitiert. Und natürlich auch die gleichen Defizite, wie vorher schon erwähnt, bei der Online-Lehre. Die Studierenden, die in Quarantäne zu Hause sind oder eben aufgrund von Krankheitssymptomen nicht an die Hochschule kommen sollen, haben auch keine Supervisionsmöglichkeit. Das heißt, auch sie können nicht supervidiert werden. Auch sie haben zu Hause nicht die Infrastruktur, um jetzt, ich sage jetzt einmal, eine Lymphdrainage auszuführen auf einer Therapieliege. Möglicherweise geht es am Küchentisch, brauchen aber auch Probanden. Also das sind schon sehr einschränkende Rahmenbedingungen. Und auch wieder die Selbsterfahrung. Sie sind ja nie Probanden und werden ja nie so die Rückmeldung bekommen oder die Info bekommen, wie spürt sich jetzt irgendeine Technik oder irgendeine Übung an. Genau. Aber selbstverständlich haben wir natürlich auch neben diesen gerade gehörten Limitationen doch für uns einige Lessons learned. Also was können wir mitnehmen? Was hat sich für uns positiv aus dieser Situation herauskristallisiert? Wir haben zum Überprüfen des Kompetenzerwerbs, zum Abschluss Bachelorprüfungen, wo Studierende an Patienten gearbeitet haben in der Anwesenheit von einer Kommission. Das war jetzt natürlich auch nicht möglich und dadurch mussten wir uns ein anderes Konzept überlegen. Und dieses Konzept, das wir uns überlegt haben, ist eigentlich so gut angekommen, sowohl bei Studierenden als auch bei den Prüfer und Prüferinnen, dass wir uns schon überlegt haben, dass wir das jetzt fix implementieren. Es war eine angenehmere Prüfungssituation und es ist auch vom Aufwand, sowohl für, also vor allem jetzt für die Prüfer und Prüferinnen,
definitiv so, dass wir sehr viel daraus gelernt haben. Ein zweiter wesentlicher Teil ist natürlich die verbesserte Medienkompetenz, die wir gezwungenermaßen jetzt aneignen mussten. Wir haben letztens erst wieder gesprochen, keiner von uns würde sich mit diesen Tools beschäftigen, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Das ermöglicht einfach in Situationen wie im Moment, wo vielleicht ein Teil der Studierenden in Quarantäne ist, dass wir doch sehr flexibel und schnell agieren können und auch diese Studierenden zum Unterricht dazu holen können. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ich glaube auch einen großen Vorteil, den jetzt viele sehen, ich denke an Besprechungen, die vielleicht nur eine oder eineinhalb Stunden dauern, wo man auch im Sinne der Nachhaltigkeit diese definitiv jetzt mit Online-Tools durchführen kann. Ich glaube, es sind die Hemmungen gefallen, diese Tools einzusetzen. Gerade wenn man weite Anfahrtswege haben, glaube ich, kann man so kurze Besprechungen durchaus in diesem Modus umsetzen. Und der dritte Punkt, das ist auch das, was wir schon in den vorigen zwei Vorträgen gehört haben, ist natürlich auch für uns die Erkenntnis, dass diese Fernlehre für Lehrveranstaltungen, wo wir viel theoretischen Input haben, zum Teil gut anwendbar ist. Also wir glauben auch oder wir sind uns auch fix der Meinung, dass auch Lehrveranstaltungen mit theoretischen Inhalt nicht zum ganzen Teil via Fernlehre gebracht werden sollen, aber man kann Teile dazu auslagern. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir die Studierenden dazu befragt haben. Das heißt, wir haben dazu einen partizipativen Prozess gestartet und das wird jetzt meine Kollegin wieder vorstellen. Ja, ganz kurz, also unsere Auswertung vom Sommersemester, das waren jetzt die Studierenden des zweiten Semesters, die von uns befragt wurden, welche Lehrveranstaltungen sie gut einschätzen, die online umgestellt werden können. Also wo sie sagen, da ist es sehr gut möglich, im Online-Modus zu unterrichten. Und da sieht man bei den grünen Balken, das heißt, es ist die Einschätzung, da ist es sehr gut möglich, eben die Lehrveranstaltungen, die wirklich einen hohen theoretischen Charakter haben. Das ist zum Beispiel die innere Medizinklinik, das heißt, da unterrichtet der Mediziner die theoretischen oder die klinischen Inhalte von der inneren Medizin oder wir haben da auch die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Auch das ist natürlich gut online möglich, hier diese wissenschaftlichen Grundlagen zu vermitteln oder auch dann die Betreuung von den Backarbeiten. Ist natürlich auch gut möglich, in Kleingruppen hier online die Lehrveranstaltungen abzuhalten. Wir haben es auch mit dem vierten, also oder vielleicht nur dann dagegen, die grau hinterlegt sind. Das sind die, wo sie auch die Studierenden so eingeschätzt haben, wie es wir im Lehrenden-Team beschlossen haben. Angewandte Trainingslehre, ganz ein praktisches Fach, Lymphdrainage, also manuelle Lymphdrainage oder auch die funktionellen technischen Übungen. Das heißt, auch da ist es so gewesen, dass die Studierenden das gleich einschätzen wie wir, ganz schwer online umsetzbar. Im vierten Semester ist es so ähnlich, also da, was gut möglich ist, wieder in grün dargestellt, Literaturseminar oder Psychologie, ist auch reiner Vorlesungscharakter. Was eher schlecht auch aus Sicht der Studierenden eingeschätzt wird, wieder in Grau, Weichteiltechniken, da kann man sich vorstellen, die Bindegewebsmassage oder Triggerpunkttherapie, also wirklich klassisch anwendungsorientierte Konzepte und Techniken oder eben auch neurophysiologische Behandlungskonzepte, wie man halt mit Schlaganfallpatienten, Parkinson-Patienten die Therapie gestaltet. Auch das ist natürlich online sehr schwer. Es werden da auch immer Patienten eingeladen in den Unterricht, war halt jetzt alles nicht möglich, was uns dann auch dazu veranlasst hat, im Sommersemester eine Curriculumsänderung im Kollegium einzureichen und wir viele Lehrveranstaltungen in das jetzige Wintersemester verschoben haben und dafür vom Wintersemester theoretische Lehrveranstaltungen ins Sommersemester vorgezogen haben. In einem sehr kurzen Tempo und dankenswerterweise mit dem großen Einsatz aller Lehrenden, die dann sehr kurzfristig auch zur Verfügung gestanden sind und auf Online-Lehre umgestellt haben. Genau, diese Auswertung führt uns auch schon zu unserem Resümee. Der letzte Punkt, den meine Kollegin gerade angesprochen hat. Ich glaube, dass wir sowohl als Studiengang als auch Fachhochschule sehr, sehr stolz darauf sind, dass uns das wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, dass wir sehr flexibel agiert haben und so die Fortführung des Studiums möglich war. Jedoch ist es ganz wichtig zu betonen, dass das ein Ausnahmezustand war und auch wenn das Wort Normalität wahrscheinlich niemand mehr hören kann, aber es für uns so ist, dass das auf keinen Fall zur Normalität werden kann. Ein zweiter Punkt, der speziell bei uns im Studiengang sehr relevant ist oder generell in den Gesundheitsberufen, entscheide ich mich für den Gesundheitsberuf, dann impliziert das natürlich auch eine Tätigkeit am Patienten in herausfordernden Situationen. Nicht das erste Mal, dass wir mit ansteckenden Krankheiten zu tun haben, mit gefährlichen Situationen.
Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir die Studierenden auf diese Situation vorbereiten. Wir haben auch bisher immer alles desinfiziert. Das heißt, es sind ja prinzipiell keine neuen Aspekte. Das heißt, wichtig ist auch den Studierenden in so einer Situation ein Rüstzeug mitzugeben, dass sie das auch anwenden können. Da ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass unsere Studierenden wieder ins Praktikum gehen, halt unter Einhaltung dieser Sicherheitsaspekte. Und wir sehen es hier als unsere Aufgabe, ihnen die Sicherheit darin zu geben. Dann natürlich, was für uns sehr wichtig ist und was uns wirklich sehr gut gelungen ist, was wir die Qualität des Kompetenzerwerbs auf diesem hohen Niveau zu jeder Zeit gesichert war und auch definitiv garantiert ist. Und zum Schluss, glaube ich, ist es noch sehr wichtig zu betonen, dass in solchen Situationen gutes Krisenmanagement sehr essentiell ist. Und dass wir jetzt schon wieder so praktisch und anwendungsorientiert unterrichten können, ist nur dadurch möglich, dass wir hier als Hochschule ein sehr gut ausgearbeitetes Hygienekonzept haben, dass wir auch eine Ampel implementiert haben, die immer Informationen gibt, wie ist der aktuelle Zustand. Und natürlich, dass wir auch ein gutes Contact Tracing FH intern haben. Und hier ist es auch noch von unserer Seite sehr, sehr wichtig, dass wir uns hier bei den Entscheidungsträgern dafür bedanken, dass es jetzt wieder so möglich ist. Ich glaube, damit sind wir am Ende und freuen uns natürlich jetzt auf eine spannende Diskussion. Und wir geben das Wort wieder an den Moderator. Dankeschön. Vielen Dank an alle, die was beigetragen haben bisher, auch für ihre zeitliche Disziplin. Wir haben jetzt noch ausführlich Zeit, um die drei Beiträge zu diskutieren. Ich schlage vor, dass Fragen zum letzten Beitrag vorgezogen werden und wir dann die Fragelisten, aus dem Chat entstanden ist, abarbeiten. Gibt es zum letzten Beitrag direkte Fragen? Wenn aus dem Publikum nichts kommt, ich hätte zwei, nämlich wie funktioniert das so großartig bei Ihnen, dass Sie spontan streamen können, also dass die Entscheidung innerhalb von wenigen Stunden umgesetzt wird. Haben Sie da ein technisches Team, ein mobiles, das mal hier, mal dorthin hüpft oder machen Sie das alles selbst? Also wie wird das konkret gemacht? Wir haben da ein bisschen die Verantwortung oder so die Mitwirkung in die Hand der Studierenden gelegt. Also die Studierenden, die zu Hause sind, kontaktieren von zu Hause schon Studienkollegen, die sie bitten, dieses Streaming zu übernehmen. Natürlich immer zuerst wird der Lehrbeauftragte angeschrieben, ob das für ihn passt. Und gemeinsam mit dem Lehrbeauftragten, also alle Lehrbeauftragten haben einen Laptop. Entweder wird dann der Laptop irgendwo hingestellt oder teilweise verwenden Studierende die Handys. Wir arbeiten mit MS Teams. Wir haben dann auf dem Handy MS Teams und streamen über das Handy mit, gerade wenn es darum geht, wann an der Therapieliege gearbeitet wird und man halt die Hände und die Techniken sehen muss. Da bringt auch eine Kamera nicht sehr viel. Das funktioniert erstaunlich gut. Ja, das ist wirklich bewundernswert. Also das hängt natürlich auch davon ab, dass ein sehr gutes soziales Klima herrscht. Genau, und man auch ganz eindeutig merkt, dass es den Studierenden ganz wichtig ist, dabei zu sein, nichts zu versäumen und teilzunehmen. Also wir haben auch jetzt ganz viele Studierende, also wir haben Präsenz sehr viel und wir haben wirklich viele, also fast alle Studierende, wenn sie nicht in Quarantäne sind, sind da, weil sie einfach gemerkt haben, in der Zeit des Sommersemesters, was ihnen verloren gegangen ist, am Lernen vor Ort. Und der größte Wunsch war für alle Studierenden und auch für uns Lehrende, gut wieder hier arbeiten zu können. Wir haben ganz ein klares Hygienekonzept da ausgearbeitet für unseren Studiengang, mit zum Beispiel, dass sie jetzt keine Partnerwechsel machen dürfen, was sonst sehr üblich ist, dass sie immer zu verschiedenen Kollegen wechseln. Das haben wir halt jetzt eingeschränkt und sagen, sie sollen immer mit dem gleichen arbeiten. Es werden Fotos aufgenommen, wo sie sich im Raum befinden. Maske getragen, desinfiziert sowieso, Pausen gemacht. Also das ist was eher üblich ist und es funktioniert erstaunlich gut. Okay, danke. Meine zweite Frage betrifft die Veranstaltung Neurophysiologisches Konzept. Da habe ich mich gewundert, warum das so schwierig ist, online bzw. über Webmeeting zu machen, weil Konzeptarbeit ist ja eigentlich normalerweise etwas, wo man nicht unbedingt zusammensitzen muss. Neurophysiologische Konzept fallen bei uns Behandlungsstrategien oder Behandlungskonzepte hinein, die einen vorwiegenden praktischen Charakter haben. Es geht ja vor allem um Patienten mit neurologischen Problemen, Schlaganfallpatienten zum Beispiel. Da
Patienten, die im Rollstuhl sitzen, wo es um das Handling geht. Also es geht natürlich schon um die Theorie, die vermittelt wird, aber Schwerpunkt dieser Lehrveranstaltungen ist das Handling am Patienten, wo die Studierenden aneinander arbeiten, wo es darum geht, einem Patienten nach einem Schlaganfall zu lernen, wie kann ich mich in meinem Bett wieder aufsetzen, wie kann ich vom Sitzen ins Stehen kommen, wie kann ich in einen Rollstuhl kommen, wenn ich den benötige. Also das ist ein ganz intensives, praktisches Konzept, wo man ganz viel üben muss, damit sich diese Griffe, diese Technik auch automatisiert. Also da spielt dann sozusagen das Wort Begreifen eine doppelte Rolle. Definitiv, genau. Ja, okay. Danke, das wären meine Fragen dazu gewesen. Gibt es sonst direkt zum dritten Beitrag noch eine Frage? Wenn nicht, dann gehen wir zurück an den Beginn des Meetings. Da ist aufgetaucht, dass es bei unterschiedlichen Teams unterschiedliche Ergebnisse der Studierendenbefragung gibt, was die Bevorzugung bestimmter didaktischer Settings anbelangt. Also asynchron, synchron. Ist der Kollege oder die Kollegin noch da? Ja, das habe ich geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, wie ich den Namen umschreiben kann. Es kommt immer nur mein Kürzel, aber voilà. Okay. Also ja, ich fand das noch spannend, weil wir haben an der Fachhochschule auch eine umfassende Evaluation gemacht über verschiedene Studiengänge. Und jetzt mal abgesehen von den Wirtschaftswissenschaften und den technischen Informatik-Studiengängen ist eigentlich die Rückmeldung so weit, dass die asynchronen Online-Sessions gefragter sind als die Synchronen und begründet wurde das halt des Öfteren, dass sehr viele Studierende, also ich bin am Departement Soziale Arbeit Leiterin Ressortdidaktik und wir haben zum Beispiel sehr viele Studierende, Frauen, die auch noch Betreuungspflichten hatten und die waren halt sehr froh, wenn es nicht synchron ist, weil sie dann die Sachen auch aufarbeiten konnten, wenn die Kinder vielleicht gerade geschlafen haben oder wenn sie nicht ihren Betreuungspflichten nachkommen mussten. Und ich glaube, es ist halt recht studiengangspezifisch auch, welche Formate gewünscht wurden. Wir hatten dann die Schwierigkeit oder haben sie jetzt gerade, weil ich weiß nicht, wie Sie das mitbekommen haben, wir sind in der Schweiz auch gerade am Explodieren von den Zahlen und haben wiederum die Frage nach online oder nicht. Und die Hochschulen sind immer noch dafür, stehen dafür ein, dass möglichst viel Präsenz vor Ort ist, auch wenn die Reklamationen immer mehr werden. Aber auch dort wiederum die Frage nach den Aufzeichnungen, Datenschutz hatten wir vorhin in einem Beitrag auch gehört. Wann darf man das aufnehmen, wann nicht? Wir sind eigentlich der Meinung, wir wollen nicht einfach Konserven den Studierenden zur Verfügung stellen, sondern sie lernen durch das Miteinander, durch das gemeinsam diskutieren. Und da stoßen wir halt dann mit den asynchronen Elementen, die gefragt sind, auch immer wieder aneinander. Also diese Gratwanderung von den Studierenden ihren Bedürfnissen entsprechen und unsere Vorstellungen von Lehren und Lernen, Studieren, auch Hochschulsozialisation vor Ort, ist doch sehr schwierig. Aber ich fand es spannend zu hören, dass bei Ihnen die Waage synchron, asynchron, also dass das ausgeglichen ist, bei uns nicht. Genau. Wie sieht es in anderen Hochschulen aus? Vielleicht, wenn Sie mich hören können, ein kurzer Kontext von meiner Seite. Die CRS hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin ja sozusagen in der Leiter vom E-Learning-Zentrum an der FH Wien. Und wir finden es insofern spannend. Also ich finde den Vergleich über hochschulübergreifend ja auch sehr spannend, weil es ja ganz unterschiedliche Ergebnisse gibt. Und ich glaube, das ist ja oft auch sehr historisch bedingt, weil was Sie gerade erwähnt haben, ist es vor allem bei uns auch sehr auffallend, dass es ja auch sehr studienbereichsspezifisch ist. Weil wir haben einen bunten Mix aus Kommunikations- und Management-Schwerpunkten, wo manche sozusagen sehr klassisch unterrichten, andere durchaus innovativer. Und das ist für mich so ein Grund, warum wir vor allem die Diskrepanz zwischen Lehrenden und Studierenden sozusagen hier auffällt. Weil bei Studierenden war es eher so ausgeglichen. Das ist von unserer Vermutung her liegt es vor allem daran, dass bei uns sozusagen durchaus der Praxisfokus sehr hoch ist. Das heißt, bei uns an der Fachhochschule, das sind Praktika sehr gern gesehen von Lehrenden. Das heißt, das kommt als Lehrende aus der Wirtschaft direkt rein, für Vorträge, aber auch für die Lehre. Das heißt, der Fokus bei uns auf Präsenz
war historisch bedingt sehr hoch. Das erklärt auch, warum jetzt sozusagen es bei Studierenden ausgeglichen ist. Wiederum bei Lehrenden war es etwas höher, das heißt, da haben wir 64% diesen synchronen Anteil sozusagen befürwortet, liegt vor allem auch daran, dass sozusagen wir einen sehr hohen Anteil von externen Lehrenden haben. Also wir haben im Schnitt haben wir 100 interne zu 1000 externen Lehrenden. Und das ist schon sehr hoch. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Anteil an Externen, die einfach es gewohnt sind, sozusagen ihr Show im Hörsaal abzuliefern. Und deswegen waren wir eher erstaunt, dass es durchaus eh mehr ausgeglichen war. Also wir haben uns eher erwartet, dass es mehr in die synchrone Richtung noch gehen wird. Und jetzt ist zwar für uns auch wichtig, dass wir wissen, okay, es wird aber auch sozusagen erwartet, diese ausgeglichene Balance. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Maßnahmen ergriffen, wo wir Lehrende mehr ausbilden, mehr schulen, wie sie sozusagen auch gute asynchrone Einheiten anbieten können. Weil das ist so die Krux, weil im Grunde oft die Studierenden das wirklich sozusagen eher kritisch bewertet haben, das Asynchrone, weil die Qualität oft sehr mangelnd war. Aber das ist jetzt wirklich so unser Anspruch, dass wir hier mehr sozusagen Services anbieten, mehr Schulungsmaßnahmen, um diese asynchronen Kompetenzen zu steigern. Ja, vielleicht ich, Christiane Arndt, aus der Perspektive von unserer übergreifenden Auswertung, also das mit dem Synchron, Asynchron. Wir haben das bei den Studierendenbefragungen gesehen, dass es auch immer sehr stark damit einhergeht, diese Selbstlernkompetenzen oder die Selbstorganisation. Das heißt, teilweise wünschen sie sich synchrone Formate, um eine Tagesstruktur zu haben. Also es gibt einen großen Teil der Studierenden, die sozusagen nicht, also die das toll finden, die Flexibilität, auch sich zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen anzusehen und dann selber zu bearbeiten, die halt eine hohe Selbstständigkeit haben. Aber es gibt auch einen nicht kleinen Teil der Studierenden, die ziemlich überfordert sind von diesem Selbststudium, der Selbstorganisation. Und ich glaube, das spielt da auch damit rein, dass sozusagen die Synchrontermine Möglichkeit sind, auch sozusagen eine Struktur zu haben und sozusagen die Zeit fest dafür zu reserviert haben. Also ich glaube, gerade diese Selbstlernkompetenzen sind in den Befragungen, die wir uns angesehen haben, ein großes Thema und stellt natürlich auch in Frage, wenn man sich anschaut, Studium, sozusagen Selbststudium und Selbstlernen sehr weit im Vordergrund steht, aber es überfordert teilweise eine nicht kleine Anzahl von Studierenden. Wäre interessant, sozusagen aus den verschiedenen Befragungsergebnissen so Szenarien herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen und für welche Gruppen, welcher Mix an Synchron, Asynchron das Optimum ist. Könnte jemand mal eine Dissertation draus machen. Genau. Oder welche Unterstützungsangebote Hochschulen liefern können. Also das haben auch einige Hochschulen gemacht, dass sie sozusagen Selbstlernkurse oder auch Coachings anbieten, Online-Coachings, die Studierende dabei unterstützen. Also da gibt es schon verschiedene Maßnahmen, aber zeigt auch wieder die Diversität sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden. Ne? Und da ist dann auch die Frage, das haben wir bei uns zum Beispiel an der TU Hamburg, wir hatten auch eine Befragung gemacht, das hatten wir gesehen, dass halt wir einen hohen Anteil an, sagen wir, sogenannten nicht traditionellen Studierenden haben und inwiefern da dann auch Zusammenhang besteht, beziehungsweise inwiefern die dann auch nochmal spezifisch unterstützt werden könnten, ist natürlich auch eine ganz spannende Frage, auch für die Zukunft. Ja. Gut, dann möchte ich bei der Gelegenheit gleich überleiten zum Thema, das ja damit auch sehr, sehr im Zusammenhang steht, nämlich der Frage der Vielfalt von Tools. Das wird ja auch im Chat behandelt. Also wenn man ein Tool hat, das Teilnehmer nicht mögen, dann wollen plötzlich alle die Vielfalt. Wer will dazu was sagen? Also Christiane Arndt nochmal, also ja. Wenn ich berichten kann aus unserer Metastudie. Es ist, was wir ja auch schon vorher hatten bei dem Thema, teilweise sehr fachabhängig, weil natürlich Fachlehrende auch unterschiedliche Tools brauchen für die unterschiedlichen Dinge, die sie tun möchten oder müssen. Und da ist bei uns an der TU beispielsweise auch immer die
ein großes Thema halt auch mit den Formeln und dass halt auch nicht alle Tools immer unbedingt zu den Bedarfen passen. Und dann kommt wir haben auch in den Studien gesehen, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen den Wünschen der Studierenden, die sich ziemlich zentrale oder einheitliche Infrastruktur und Tools wünschen, weil natürlich diese Vielfalt überfordert teilweise, jedes Mal ein anderes Tool verwenden und so weiter in jeder Lehrveranstaltung. Bei den Lehrenden, da kommt es halt auch, also sie wünschen sich eine Vielfalt, aber oft, hatten wir ja auch schon am Anfang bei der Keynote gehört, kristallisiert sich dann heraus, welches Tool dann tatsächlich auch am besten ist. Das heißt, weil hier auch die Frage war, welche Inhalte für Schulungen. Bei uns werden zum Beispiel Schulungen nachgefragt, tatsächlich, wo es dann auch um die Anwendung von Tools geht und auch um Vergleiche von Tools. Also ich glaube, solche Übersichten, die auch diese Vor- und Nachteile von bestimmten Tools und Einsatzszenarien deutlich machen, die helfen den Lehrenden auf jeden Fall auch und dann auch den Studierenden. Also so unser Einblick. Sie haben gesagt, die Lehrenden wünschen sich Vielfalt. Würde ich gern wissen, betrifft das jetzt Individuen, die Vielfalt wünschen, oder ist es die Vielfalt der Lehrenden, die zum Wunsch nach Vielfalt führt? Also ich glaube, das kann man auch im Kontext sagen wir, der Freiheit der Lehre, so wie sie ihre Lehrveranstaltung gestalten. Ich glaube, das ist ein hoher Anspruch an Autonomie auch. Also es geht, glaube ich, stark darum, Tools zu haben, die man auch möglichst eigenständig verwenden kann. Also nicht so eine Abhängigkeit auch vielleicht zu haben, die dann gewissermaßen auch dazu führt, dass man Unterstützungsbedarf braucht oder so. Ich glaube, das ist so ganz entscheidend. Und was wir auch in der Keynote am Anfang gehört hatten, genau, die Lehrenden orientieren sich ja auch sehr stark extern, das heißt an Fachkolleginnen, auch aus der Community. Und da bekommen sie natürlich auch bestimmte Ideen und das möchten sie dann auch benutzen. Und das kann die Hochschule dann gegebenenfalls nicht bieten, weil sie dann zum Beispiel keine Lizenz dafür hat. Also das muss man auch in einem größeren Netzwerk sehen als an einer Hochschule oder einem Fachbereich, dass natürlich dann immer neue Ideen kommen, die dann auch ausprobiert werden wollen. Also die internationale Vernetzung spielt da eine große Rolle. Genau. Ja. Ich kann mich da der Frau Arndt noch anschließen. Bei uns haben wir es eigentlich so gelöst, dass wir die offizielle digitale Lernumgebung sehr kompakt gehalten haben. Wir haben sozusagen für jeden Schwerpunkt nur ein Tool angeboten. Aber so, wie Sie gesagt haben, Frau Arndt, es gibt da sozusagen fachspezifische unterschiedliche Ansprüche. Und da haben wir einfach sozusagen uns mit den Fachbereichen vernetzt und individuelle Lösungen auch gefunden. Also es ist auch so, dass bei uns jeder Studienbereich auch eigene Budgets hat, sozusagen eben für diesen Fachbereiche durchaus was eben erworben werden kann. Aber sozusagen diese Overall-Umgebung, die wollten wir bewusst kompakt halten, weil um eben diese Überforderung zu vermeiden. Und das führt mich eben auch zu diesem Punkt, den wir in der Keynote schon gehört haben, dass eben sozusagen jetzt aufgrund sozusagen des Stresses in der Pandemie ja fast so der Fokus auf die Tools sehr groß war. Aber eigentlich haben wir gemerkt, was der Schlüssel war eigentlich die Kommunikation. Also das war bei uns sozusagen der Weg, wo wir eigentlich die meisten Probleme gelöst haben, dass wir einfach Lehrenden sozusagen über die Kommunikation Mittel und Wege mitgeliefert haben, welche Services bieten wir an, was kann mit den Tools überhaupt alles gemacht werden, weil vieles von den Vorstellungen, die sie haben, ist eigentlich eh mit der bestehenden Lernumgebung überhaupt gut umsetzbar. Das heißt, wir haben da sehr viel in puncto Serviceorientierung und Kommunikation noch nachgeschärft, was auch sehr viel bewirkt dann hat. Wenn Sie Kommunikation sagen, denken Sie da an zentral gesteuerte Kommunikation oder geht es da auch um die informelle Kommunikation unter den Lehrenden? Beides. Wir haben beides befördert. Das heißt, wir haben einerseits gerade zu Corona-Beginn im März, waren zwei sehr herausfordernde Tage, dieser Wechsel von, weil wir haben am 10. März den Lockdown hier gehabt, sozusagen bei uns in der FH. Und wir waren erst am 12. März in der Lage, wirklich sozusagen ein Konzept zu kommunizieren, weil wir diese Zeit einfach gebraucht haben, um da was auszuarbeiten. So die Tage, die waren sehr schwer, weil da natürlich sehr viele Lehrende große Fragezeichen gehabt haben, sich bei uns gemeldet haben. Aber ab dann wurde es einfach zunehmend besser. Das heißt, wir haben zentral kommuniziert, welche Tipps gibt es für Mediendidaktik für Einsteiger, Tipps
Tipps für Fortgeschrittene und so weiter und so fort und dann eben darauf basierend eben die Tools, die wir zur Verfügung stellen. Dann später haben wir den Fokus sehr stark auf das Informelle gelegt. Das heißt, wir haben gerade im Sommersemester haben wir wöchentliche QA-Sessions gehabt. Da haben wir so gemacht, dass sich einfach Lehrende einmal die Woche bei uns gemeldet haben, um sich einfach mit uns auszutauschen, Fragen zu stellen und sich aber gegenseitig zu inspirieren. Das haben wir jetzt in diesem Semester sozusagen noch einmal professionalisiert. Das heißt, wir haben aus diesen QA-Sessions eine Digital Learning Tea Time gemacht. Die findet jetzt nur mehr einmal im Monat statt, weil sozusagen die asynchronen Services inzwischen bei uns so optimiert sind, dass die Lehrenden auch unseren E-Learning Help Kurs schon kennen und da asynchron alles finden, was sie brauchen. Dadurch haben wir jetzt eben diesen gemeinsamen Austausch nur mehr einmal im Monat, dafür den sozusagen wirklich themenbezogen. Das heißt, einmal zum Thema eben Flipped Classroom, einmal zum Thema eben, wie bringt man Studierenden in Interaktion, dann zum Thema eben Online-Prüfungen. Das heißt, da haben wir den Fokus wirklich darauf und das wird da sehr gut angenommen. Wie sieht das bei anderen Hochschulen aus mit den Unterstützungsangeboten und Kommunikationsstrategien? Können sich da alle den Vorredner voll inhaltlich anschließen? Also ich habe gerade im Chat geschrieben, wir machen das auch, das ist lustig, wir nennen das nicht Tea Time, sondern Didaktik Frühstück. Mhm. Oder dann, wenn es am Nachmittag ist, Didaktik Nachmittag, ein bisschen weniger interessant. Und vor allem im Corona FS20 war das sehr geschätzt, weil abteilungsübergreifend, egal ob Weiterbildung, Master oder Bachelor, haben sich dann die Lehrpersonen ausgetauscht. Und manchmal stelle ich fest, dass die Tipps, die wir geben, vielleicht eher angenommen werden, wenn sie von Kolleginnen angenommen, also gesprochen werden, auch wenn wir vielleicht dasselbe sagen, als Didaktikressort. Und deshalb ist dieser informelle Austausch wahnsinnig wichtig. Wir hatten das dann wirklich zweiwöchentlich, dann eben noch einen, so wie ihr es auch habt, so einen asynchronen Moodle-Kurs, wo wir dann halt alle Hilfestellungen platziert hatten. Aber so haben wir dann wie asynchrone und synchrone Elemente genutzt, um die Leute auch abzuholen, ihre Sorgen, ihre Erfahrungen austauschen zu lassen. Und das Schöne war ja dann auch, dass viele Leute, die bis jetzt immer gesagt haben, nein, nie Distance Learning oder nichts Digitales, dann plötzlich positive Erfahrungen gemacht haben. Und die stellten sich dann als wirklich die wichtigsten Multiplikatoren heraus, weil es dann geheißen hat, ja, die kann das ja jetzt auch, obwohl sie so eine Gegner oder Gegnerin war. Und die haben dann wirklich auch andere Leute wieder animiert. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, diese informellen Austauschtreffen, die auch stündige reichen manchmal schon aus, um sie abzuholen und ihnen die Bühne zu geben, was sie doch alles Tolles gemacht haben. Und das finde ich super, wenn man das dann weiterfährt. Ja, gibt es noch weitere Stellungnahmen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, dann lade ich Sie ein, jetzt spontan Fragen zu stellen oder Anregungen zu thematisieren. Ich glaube, im Chat sind noch einige Stellungnahmen. Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. Ist was das, also die Autorinnen dieser Stellungnahmen werden das rascher herausfinden, ob es schon diskutiert worden ist als ich. Ist davon etwas, was wir noch besprechen sollten? Falls Interesse besteht, könnt ihr auch gerne noch die Wordcloud von unserem letzten Chart teilen, wo Stellungnahmen zum Thema digitale Fähigkeiten gesammelt worden sind. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ja, dann kann ich das noch gerne freigeben, bitte um die Moderation. Also zum Thema digitale Fähigkeiten für die Lehrer, was ich da ganz groß schon mal sehe, ist Flexibilität. Da kann ich nur zustimmen, das ist auch immer eines der ersten Statements, das mir dazu einfällt. Ja, didaktische Flexibilität sind wir immer. Natürlich technisches Know-how. Multitasking, Digital Literacy. Technik kommt einige Male vor. Ganz detailliert sogar mediendidaktisch kommt. Ja. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Kommunikation hier nicht steht. Das stimmt. Wir haben zwar Neugierde, ja, Offenheit, ja, Multitasking, Kommunikation. Das ist ja der Bereich oder die Ebene, die durch das Fehlen von Präsenzmeetings am stärksten herausgefordert wird.
wie kommuniziere ich unter diesen einschränkenden Bedingungen möglichst so, dass das, was fehlt, in der sprachlichen Kommunikation mitgeliefert wird. Das ist ein ganz großer Punkt. Das höre ich auch immer wieder von Lehrenden, die sagen, ja, es ist einfach ein anderes Präsentieren, es ist auch ein anderes Kommunizieren über diese digitalen Mittelmann sozusagen. Und da braucht es definitiv auch ein bisschen Anpassungsfähigkeit, einfach um auch über dieses Medium sozusagen seine Show zu liefern, wie der Tobias schon gesagt hat, wie man es auch gewohnt ist, wenn man im Lehrsaal steht und die Gesichter vor sich hat. Mhm. Gibt es dafür irgendwo Unterstützungs- oder Bildungsangebote? Es ist nämlich interessant aus meiner Sicht, Vortragstechnik war ja jahrzehntelang eines der beliebtesten hochschuldidaktischen Kursthemen. Und gerade jetzt wäre das eigentlich extrem im Zentrum der Problemsituation. Aber jetzt habe ich wenig davon gehört, dass sowas angeboten oder auch gefragt wird. Genau. Also wir haben jetzt einmal sozusagen einen ersten Workshop gehabt für interne Lehrende zum Thema eben virtuelle Präsentationen. Und das werden wir sozusagen, weil wir gerade unser Weiterbildungsprogramm jetzt noch spezifisch überarbeiten, sozusagen der Situation gerechter zu werden, dann vor allem 2021 das noch ausweiten mit mehreren Terminen, wo dann auch externe Teilnehmer können. Mhm. Wobei virtuelle Präsentation auch nur ein Teil dessen ist. Definitiv. Ja. Vielleicht kann ich noch kurz was dazu sagen, was ich jetzt so bei uns an der Hochschule kenne, ist, dass unsere Skill-Abteilung schon Weiterbildungen anbietet im Online-Lehre, also so Online-Lehre virtuell umsetzen oder in Hochschulsettings virtuell umsetzen. Und wo es auch schon viel darum geht, einmal auch zu schauen, wie sollen Hintergründe positioniert werden, wo soll die Kamera stehen, wie ist der Blick in die Kamera, was sollte man so alles sehen, was lenkt ab, was soll man nicht sehen. Also das ist einmal so gar noch nicht so die Rhetorik, aber dann auch schon, wie kann ich mit Studierenden, wenn ich eine große Teilnehmeranzahl habe, wie geht damit um, wenn sie die Kamera ausschalten. Also dass man zum Beispiel direkt Studierende mit Namen anspricht und nicht so Fragen in den Raum stellt, gibt es noch Fragen dazu, sondern so sagt, Herr so und so, haben Sie jetzt noch eine Frage dazu? Oder Frau so und so, haben Sie noch eine Frage dazu? Also wo schon so ein bisschen auch geht, wie kann ich in Kontakt bleiben? Weil das ist immer die große Rückmeldung von allen Vortragenden. Die Kameras sind ausgeschaltet, die Mikrofone sind ausgeschaltet und keiner reagiert. Und da gibt es dann schon so Schulungen, also bei uns im Haus, die werden teilweise auch über die FHK angeboten, wo es so eher darum geht, einmal zu schauen, wie es so in diesen Online-Settings die Lehre gut umsetzen, also gar nicht der Inhalt der Lehre, sondern einfach die Kommunikation miteinander. Genau. Ne? Okay. Ja. Genau, ich würde nochmal gerne auf den Chat hinweisen. Einige Fragen eingetrudelt. Ja, das ist eine interessante Frage. Gibt es jetzt Intention, Blended Learning Stärke in der Strategie abzubilden? Aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate. Als Hochschuldidaktiker glaubt man ja immer, ja, aus dieser Krisensituation müssen ja jetzt ganz, ganz viele neue Blended Learning oder Open Distance Learning Konzepte herauswachsen. Aber ich bin skeptisch, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Wie sehen Sie das? Ich kann gerne was dazu sagen, aber ich kann nur für unseren Studiengang sprechen. Natürlich. Also bei uns nicht, weil wir sind eher, also wir hoffen, dass es wieder weniger wird. Es ist ein anwendungsorientiertes Studium und das wissen die Bewerber, wann sie sich bewerben. Also es ist, glaube ich, ganz stark abhängig, in welcher Studienrichtung man geht und wen man da befragt. Und wir hoffen, also wir wissen, dass das kommende Sommersemester gleich zu organisieren ist wie das jetzige Wintersemester, aber wir wünschen uns schon, dass es wieder mehr in der Präsenz ist. Und das, was auch die Vorredner erwähnt haben, dieses Miteinanderlernen, dieser Spirit an einer Hochschule, auch andere Studierende kennenzulernen, nicht nur aus dem Gesundheitsdepartement, sondern auch mit anderen auszutauschen, das fehlt total. Und nein, also bei uns ist keine Strategie, es noch mehr zu implementieren. Es wird ein Teil erhalten bleiben, aber ein minimaler Teil.
Na gut, das wollte ich ja fragen. Wollen Sie wirklich genau zu der Situation zurückkehren, die vor dem 10. März war? Oder gibt es Tendenzen, Teile dessen, was Sie jetzt als fruchtbar an Distance Learning erlebt haben, in Ihr Konzept zu integrieren? Das ist bei Ihnen, bei Ihrem wirklich sehr stark anwendungsorientierten Studiengang kein sehr großer Teil sein wird, das ist klar. Ja. Aber deswegen die Frage auch an andere, wo die Ausgangssituation völlig anders ist, also wo sehr viel Theorie gemacht wird, die nicht die persönliche und auch sozusagen die haptische Präsenz erfordert. Da kann ich vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, Christiane Arndt. Und zwar, also aus den Befragungen wird deutlich, dass sich sowohl Lehrende als auch Studierende so einen Mix vorstellen können für die Zukunft, weil es natürlich auch flexibilisiert, beispielsweise durch Vorlesungsaufzeichnungen. Genau das ist ja das, was wir auch so ein bisschen herausstellen wollten in unserer Präsentation, dass es genau jetzt darauf ankommt, sozusagen die Erfahrungen auszuwerten, die man gemacht hat, um dann sozusagen zu entscheiden, in welche Richtung gehen wir als Hochschule und wie wollen wir Studium und Lehre gestalten, ausgehend von diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn dann die Erfahrung ist, okay, bestimmte Sachen lassen sich sozusagen nur in Präsenz vermitteln, wie beispielsweise Physiotherapie, dann sozusagen muss das integriert werden. Das heißt, so eine Strategie bedeutet ja nicht, dass jetzt die Hochschulleitung sagt, so, jetzt soll das so gemacht werden, sondern es muss ja flexibel an die verschiedenen Kontexte, wie wir heute früh auch schon gehört haben, angepasst werden. Also es muss sozusagen an die lokalen Bedarfe, und das wäre jetzt in dem Fall die Fachbereiche oder Studiengänge, sollte die ja angepasst werden. Das heißt, ich denke schon, dass da auf jeden Fall was passiert, aber nicht unbedingt jetzt sofort. Ja, wenn es nicht sofort passiert, dann wird es wahrscheinlich nie passieren. Genau, da kommt es ja jetzt drauf an, aber diese Befragungen, wie wir finden, ist ja eine großartige Grundlage, weil da geht es ja genau darum, was hat funktioniert, was nicht, also wo macht es Sinn, wo nicht. Also von daher bilden sie ja eine wunderbare Grundlage für Hochschulen, sich mit diesem Thema auch perspektivisch zu beschäftigen. Und die Frage ist halt nur, sozusagen, wie kann es sichergestellt werden, dass es jetzt nicht so kurzfristig eine Reaktion war, okay, wir brauchen ein paar mehr Unterstützungsangebote, sondern wie kann sozusagen auch dieses Vorgehen auch sozusagen kontinuierlich zu begleiten und auch die Erfahrung zu erfassen, wie kann sowas auch integriert werden in die Hochschulen, auch aus didaktischer Perspektive. Und da denke ich schon, dass Third Space entscheidend ist, und wie ich ja auch im Chat schon geschrieben habe, in Deutschland haben wir gerade das Problem der größten Bundesprojekte, die genau solche Einheiten oder Projekte finanziert hat, dass das jetzt ausläuft. Und das heißt, da ist dann die Frage, wie kann man sozusagen das auch besser, also sozusagen die Hochschuldidaktik, digitales Lehren und Lernen auch in den Hochschulen dann strukturell so aufstellen, dass es auch eine Strategie ermöglicht. Ja, liebe Frau Arndt, damit haben Sie sozusagen ein schönes Abschlusswort gesprochen. Gleichzeitig vielleicht auch das Thema des nächsten Tages der Lehre an der FH St. Pölten definiert oder an einer anderen Einrichtung. Aus Zeitgründen muss ich diese Sitzung jetzt beenden. Ich danke allen, die aktiv und auch passiv teilgenommen haben. Ja, nochmal vielen Dank und Mahlzeit.